du sollst eigentlich. Eigentlich, aber die Profis, da ist ja immer der eine, stellt kurz die Frage und dann wechselt die Kamera. Aber ja, das kriege ich jetzt natürlich nicht. Ich stehe dabei, lächeln und winken. Okay. So. Bei mir steht Rolf Schnier. Rolf ist amtierender Skat-Weltmeister 2016 in Las Vegas. Hast du dir den Titel geholt? Aus welchem Holz sind Skat-Weltmeister geschnitzt? Ja, ich glaube, man muss auf jeden Fall oder man sollte früh anfangen mit Skat spielen. Man sollte auch schon jung gegen starke Gegner spielen. Das war bei mir der Fall. Ich habe schon mit 6, 7 Jahren angefangen. Ich habe früh Turniere gespielt. Ich habe früh deutsche Meisterschaften gespielt. Anfangs natürlich mit kaum Erfolg, aber irgendwann wird es besser und bei mir hat es halt so circa fast 5 Jahre lang gedauert, bis dass ich dann den Titel holen durfte. Und ja, ich glaube, man muss akribisch sein und man muss das Spiel aber vor allen Dingen auch lieben. Das ist auf jeden Fall ein Wort, was ich stehen lasse. Ich habe aber gelesen, du hast ja einen großen Artikel auch geschrieben, du hattest einen sehr guten Matchplan. Du warst richtig auf den Punkt vorbereitet, ist das ja, richtig? Ja, ich habe mir vorher sehr viel Gedanken gemacht. Alleine schon ins Finale zu kommen, ohne Finale kann man nicht Weltmeister werden. Und einfach da in die Top 16 zu kommen, haben wir genau überlegt, nicht am ersten Tag gut reinkommen, nicht zu wenig Punkte holen, um nachher hinterherlaufen zu müssen. Am vierten Tag schon die Weichen auf Finale stellen mit zwei Top-Serien an dem vierten Tag. Und damit man schon oben drin sitzt, damit man eben gerade am letzten Tag, wo die Tische gesetzt werden, wo man in den guten Spielern schon sitzt, dass man dann auch hinterherlaufen muss, da ist meistens tödlich. Und der Plan ist dann halt auch aufgegangen. Ja, tipptopp. Und jetzt, wie ist dein Leben als Skat-Weltmeister? Groupies, Sponsoren oder kannst du noch ein normales Leben führen? Als Sponsoren könnte sicherlich noch besser sein. Da wird natürlich hin und wieder was gemacht, aber natürlich nicht vergleichbar mit anderen Sportarten oder auch Dart oder Poker oder so, das leider nicht. Aber es geht schon ein bisschen was. Ja, und Groupies, ich war natürlich ein Hype in Aachen, als ich dann aus der WM aus Vegas zurückkam. Ich bin eine Woche lang in Aachen durch die Zeitungen und Fernsehen gereicht worden, danach noch eine Woche lang in Belgien, in Ostbelgien. Es war wunderschön. Ich habe, egal wo ich jetzt hinkomme, in Gaststätten, hallo, da kommt der Weltmeister und so. Also es ist wunderschön, was da passiert ist. Und es gibt auch schöne Anekdoten, die ich zum Teil erlebt habe in diesen 2 Jahren, die alle nicht passiert wären, wenn ich den Titel nicht geholt hätte. Skat-Freunde, wenn ihr von diesen Anekdoten hören wollt, besucht Rolf im Aachener Rathaus. Da könnt ihr ihn treffen. Applaus für unseren Skat-Weltmeister. Danke und euch allen für die Zukunft gut bleibt.